B1.2. Die Punkte A, 0, 2 und C, 10, 7 sind die Schnittpunkte der Parabel P mit der Geraden G. Sie sind zusammen mit den Punkten Bn, x und 0,25x² minus 2x plus 2 auf der Parabel P Eckpunkte von Drachenvierke ABN, C, DN mit der Geraden G als Symmetrieachse. Zeichnen Sie das Drachenviereck AB1CD1 für x gleich 6 in das Koordinatensystem zu B1.1 ein und geben Sie das Intervall für x an, für das es Drachenvierecke ABNCDN gibt. Also, wir haben zwei Punkte A und C. Die haben wir eigentlich im Prinzip auch hier unten schon mit drin. Das sind die Schnittpunkte der Gerade mit der Parabel. Und zusätzlich haben wir die Punkte BN, die folgende Koordinaten haben, allgemeine Koordinaten, und wir wissen, dass sie auf der Parabel P liegen. Zusätzlich wissen wir, wo steht es, dass die Gerade G Symmetrieachse von Drachenvierecken ist. So, jetzt heißt es hier, zeichne das Drachenviereck AB1CD1 für x gleich 6 ein. X gleich 6 ist hier unten, also liegt hier der Punkt B1. Ja, einfach im Prinzip von x gleich 6 so weit nach unten gehen, bis wir auf die Parabel treffen. Und jetzt brauchen wir den Punkt D, um das Drachenviereck zu vervollständigen. Da wir jetzt im Speziellen nichts genau wissen, wo dieser Punkt D1 liegt, müssen wir uns mit Hilfe der Symmetrieachse bei Drachenvierecken behilflich sein. Hier auf dem PC geht es etwas schwerer, weil ich kein Geodreieck habe, aber im Prinzip einfach folgendes: Man nimmt das Geodreieck, legt es so an, dass man hier im Prinzip einen rechten Winkel reinbekommt. Also dieser Punkt D muss hier irgendwo auf dieser Geraden hier liegen, der durch den Punkt B geht und senkrecht zur Symmetrieachse steht. Und jetzt im Prinzip einfach nur die Entfernung abmessen. Bei mir stimmen jetzt zwar die Einheiten nicht mit Zentimeter überein, aber das müsst ihr halt auf eurem eigenen Platz mit dem Geodreieck entsprechend einfach abmessen. So, bei mir sind es ungefähr 5,9. Jetzt machen wir einen Stift nicht schreiben. Also müsste mein Punkt D irgendwo da oben liegen. Ja, jetzt ist es so hoch geraten. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier. So, hier liegt einmal Punkt D1. Und jetzt letzter Schritt, die mache ich jetzt nochmal raus. Letzter Schritt ist es noch, das Drachenviereck zu verbinden. Das geht jetzt natürlich im Heft oder auf Papier wesentlich schneller als hier auf dem PC. So, aber trotzdem haben wir es hinbekommen. Also, das war jetzt die Zeichnung für das Drachenviereck AB1CD1. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil hier heißt es noch, und geben Sie das Intervall für x an, für das es Drachenvierecke gibt. Schauen wir uns kurz an, was passiert mit dem Punkt B, wenn sich das x verändert. Wenn x immer kleiner wird, dann wandert ja auch der Punkt B auf der Parabel. Und irgendwann wird es soweit sein und hier direkt auf den Punkt A treffen. Ab dann gibt es keine Drachenvierecke mehr. Und wenn der Punkt B über Punkt A hinausläuft, dann haben wir nicht mehr die Drachenvierecke A, B, N, C, D, N, sondern tauschen im Prinzip D und B die Seiten. Ja, B liegt irgendwo hier oben und D liegt dann irgendwo hier unten. Also das ist nicht mehr gültig. Wir müssen einfach nur die Schnittpunkte anschauen, wann im Prinzip der Punkt B1 auf den Punkt A fällt. Und dann sehen wir sofort x. Der kleinste Wert für die zulässige x ist 0, weil das die x-Koordinate von a ist. Und dann gehen wir in die andere Richtung. B wird immer größer und größer und größer. Dann sehen wir, er fällt irgendwann auf c drauf. C hat die x-Koordinate 10. Können wir aus dem Punkt oben ablesen. Also größer als c. Die x-Koordinate von c darf nicht werden. Folglich liegt x im Intervall von 0 bis 10.